Ihr kennt Traditional Caches, Multi-Caches und Mysteries. Was aber sind Adventure Labs? Darum soll es im heutigen Video gehen. Adventure Labs sind die jüngste Entwicklung auf der Geocaching-Plattform. Ursprünglich mal hießen die Lab-Caches und waren eigentlich gedacht für kurzzeitige, temporäre Ereignisse wie beispielsweise Mega- oder Giga-Events. Damit den Besuchern da was geboten werden kann, sollten Geocaches konzipiert werden können, die für die Dauer des Events vorhanden sind, aber darüber hinaus vielleicht nicht gepflegt werden können. Lab-Caches bzw. heute Adventure Labs sind deutlich anders als Geocaches. Sie brauchen nicht zwangsweise eine Dose, ein Logbuch. Zum Loggen reicht es eigentlich, einen Code zu finden und einzugeben. Manchmal gibt es auch QR-Code-Lösungen oder NFC-Lösungen, iBeacons, das ist auch angedacht. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig etwas Physisches finden, um einen Adventure-Cache zu loggen. Es reicht tatsächlich, sich vor Ort mit einer Aufgabe zu beschäftigen, darüber den Code zu generieren und den als Lösung einzugeben. Einzugeben wo? Das ist die nächste Frage. Adventure Labs werdet ihr nicht auf der normalen Geocaching-Karte oder in der normalen Geocaching-App finden. Es gibt dafür eine eigene App, die heißt Adventure Labs. Ist auch von Geocaching. Und da sind alle aktuellen Adventure Labs zu finden. Ein Lab, also ein Adventure Lab, kann aus 10 bis zu 10 einzelnen Locations bestehen. Also, und jede Location wird durch einen Code gelockt und gibt einen eigenen Punkt. Dadurch kann man natürlich sehr viele als Owner, als Kreateur, sehr viele Geschichten erzählen. Multimediale Elemente einbauen, wie Musik, Videos und andere Sequenzen. Und Geocaching ermöglichen und ein Geocaching-nahes Spiel, wo es vielleicht sonst nicht möglich ist, was zu verstecken, was zu platzieren. Die neuen Regeln von Adventure Labs sagen auch, dass beispielsweise nichts Physisches mehr platziert werden darf, um ein Adventure Lab zu gestalten. Das heißt, ein Adventure Lab muss eigentlich mit den vorhandenen Gegebenheiten interagieren, auskommen. Das können Inschriften sein, das können irgendwelche Zahlen sein, die irgendwo sind. Es können irgendwelche Schilder sein, irgendwelche Informationen, die man irgendwo findet, die aber schon vorhanden sind. Und die müssen in das Spiel integriert werden vom Owner. Adventure Labs bringen euch, wenn ihr sie loggt, eben so einen Punkt, der in eure Statistik reinzählt. Aber anders als normale Geocaches zählen Adventure Labs zum Beispiel nicht für Favoritenpunkte. Und da sie auch keine DT-Wertung haben, zählen sie auch nicht in die Matrix, in die DT-Matrix. Aber in eure Gesamtzahl zählen sie dennoch mit. Wenn ihr mal ausprobieren wollt, werdet ihr sicherlich mittlerweile auch in eurer Umgebung ein aktuelles Adventure Lab finden. Es haben einige Owner welche geschenkt bekommen in den letzten Monaten. Und es soll so einen langsamen Rollout geben. Also es gab jetzt nicht so einen Riesenknall und jetzt sind sie da, sondern es ist so ein langsamer, fließender Markteinführung, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Adventure Labs entwickeln im Vergleich zum normalen Geocaching, ob das mehr Zuspruch findet, ob das vielleicht irgendwann auch wieder in der Versenkung verschwindet. Ich hoffe, dass sich das zusammenfindet, dass die Adventure Labs auch in der normalen Geocaching-App auftauchen. Das fände ich schön, das wäre für die Verbreitung sicherlich sehr, sehr schön. Und ich hoffe auch, dass ein paar Regeln diesbezüglich nochmal überdacht werden. Denn ich finde es eigentlich sehr charmant, auch physische Elemente mit einzubeziehen und zu platzieren. Gerade wenn es nicht unbedingt ein Logbuch geben muss, kann man natürlich Codes auch über ganz andere Dinge vermitteln. Und dazu ist manchmal schön, was zu platzieren. Adventure Labs können auch für Promotion-Aktivitäten genutzt werden. Das vielleicht noch am Rande. Also Adventure Labs werden sicherlich zunehmend auch von Firmen, von Unternehmen, von Städten genutzt werden, um Geschichten zu erzählen, um Markenbotschaften zu vermitteln. Wir machen das schon hier und da. Es gibt Adventure Labs von uns quasi als Bonus zu Traditional Caches oder auch andersrum. Hier in Hannover gibt es da einige Beispiele, demnächst auch in Berlin bei Hugendubel. Da werdet ihr sicherlich auf einem unserer Kanäle drüber erfahren. Und wir nutzen das als Element immer häufiger. Ist auch eine schöne Sache, um beispielsweise Indoor-Geocaching-Aktivitäten in Museen oder ähnlichen Institutionen voranzubringen und zu erzählen. Also, die App verlinke ich euch in der Beschreibung. Mich würde interessieren, was euer Lieblings-Adventure gewesen ist, falls ihr bisher schon welche gespielt habt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt sie gerne auch in den Kommentaren. Ich versuche sie dann in einem nächsten Video zu beantworten. Das war's für heute. Ciao.